Herzlich willkommen bei Orwaschelkaktus TV, der etwas anderen Dose Erdnüsse. Grüß euch. Ich bin der Raul. Ich bin der Magnus. Magnus, was spielen wir heute? Heute haben wir Crash Team Racing vor. Für die PS1. Ja, genau. Das war ja ein absolutes Traumspiel. Ich habe es geliebt. Richtig, ein All-Time-Favorite von vielen, vielen Menschen. Ich persönlich habe es damals nie gespielt. Ich habe es erst vor ungefähr 2 Jahren zum ersten Mal angefasst. Und seitdem auch nicht mehr oft. Deswegen starte ich jetzt einfach mal den Adventure-Modus oder auch Adventure-Mode, je nachdem, wie man das sagen will. Adventure, eindeutig. Okay, und da machst du einen Nell. Ein Neffe. Neffe. Neffe, nicht Lord. Gut. Und jetzt ist es Lording. Punkt. Was will uns das sagen? Gut, Magnus, du darfst aussuchen, wen nehmen wir? Das ist eine schwere Entscheidung und willst du mal bitte durchgehen. Einen klassischen Crash Bandicoot. Dr. Neo Cortex. Was dasselbe ist, nur anders. Richtig. Tiny Tiger. Ehrlich gesagt will ich den nicht nehmen, wegen seinem Turnverhalten. Ja, aber er turnt doch toll. Natürlich, er ist ein toller Turner. Oder Coco Bandicoot. Mhm. Oder Engine, dessen Namen ich erst vor kurzem verstanden habe. Tut mir leid, ab und zu dauert es bei mir ein paar Jahre. Ja. Oder Dingodile, der auch das gleiche Turnverhalten hat. Polar, den Polarbären. Oder Tiger, den Tiger. Na, ist Pura, der Tiger. Der Tiger, ja. Der Tiger. Also ich tendiere ja. Ja, tendiere weiter. Zur Süßen da. Zur Coco? Ja. Okay. Oder zur Engine, weil es das gleiche im Grün ist. Mhm. Vom Verhalten her. Also darfst du ausschalten. Aussuchen. Ich schalte aus. Heute ist noch mein Tag, echt. Ich schalte morgen aus. Engine. Dann Engine, hätte ich gesagt. Ich finde es lustig. Ich soll kein Gin aussuchen. Die alte Hackfresse. Du hast deine Wodka. Hallo, okay. Please enter your name. What is our name? Waschel? Oder Waschel? Waschel finde ich gut. Waschel. Ups, da ist kein X drin. Das könnte etwas dauern. Es tut mir leid, ich bin heute betrunken. Nicht ganz, aber irgendwie so sieht man. Das ist mein Job. Waschel. Mit E oder nur Waschel? Ach, wie du okay. willst. Bleiben wir bei Waschel. Speichern gleich da drüber und hoffen, dass es funktioniert. Ich spiele das Ganze am Emulator, weil ich zwar das Original mittlerweile besitze, aber die PlayStation 1 noch nicht so angesteckt habe, dass ich es aufnehmen könnte. Das ist aber schade, aber ich akzeptiere es. Mal. Sehr schade. Oh! Aku Aku! Bist du hässlich? Das Problem ist, es gibt keine Untertitel. Sollen wir jetzt kurz warten, um ihn erklären zu lassen, oder versuchen wir wegzudrücken? Ich versuche ihn wegzudrücken. Esper böse. Wir wissen ungefähr, worum es geht. Das ist böse. Richtig, das sind die einzelnen Levels. Also das ist die Overworld, sieht man links oben die Karte. Magnus, bitte, du zeigst auf. Ja, wir sehen rechts oben die Karte. Danke. Die blauen Punkte sind Rennen, die wir schon fahren können. Die grauen welche, die wir noch nicht fahren können. Mhm. Der grüne Punkt ist, ich glaube, der Speicherpunkt. Aha. Der Speicherbildschirm. Und das Stern ist das Stern ist der Endgegner in dieser Welt. Okay. Und die Pfeile sind Wege in andere Karten. Gut. Oben oder unten? Ja, du bist schon mal da, nehme ich an, ne? Gut, dann bin ich schon mal was da. Was sind denn das für verschiedene Dinger, die man kriegen kann? Wenn ich dir das sagen würde, müsste ich dich töten. Nehme mal an, das sind 3 verschiedene Artefakte, wie man es aus Crash Bandicoot kennt. Eines davon bekommt man, wenn man die Welt schafft. Eines davon bekommt man durch Time Trial. Das ist normalerweise das eine. Richtig, und ich wüsste nicht, wozu man das dritte kriegen würde. Normalerweise bei Crash Bandicoot war es immer so, dass man alle Kisten zerstören muss. Allerdings wird das da nicht funktionieren. Okay, wie üblich haben wir rechts unten die Karte. Richtig. Links sehen wir nicht nur den wievielten Platz unser junger Herr hier einnimmt. Hallo, ich bin sondern der Herr auch hier. Noch die Reihenfolge der einzelnen Leute. Das ist Bilder ja blinken ganz übrigens neu. Auch rot, wenn derjenige getroffen wird. Was, ja? So zum Beispiel. Wir, ja, genau. Ich werde auch gleich getroffen. Ja, den Rest brauche ich nicht. Natürlich. Es gibt jeder 10 Äpfel, ja, sie heißen Äpfel, nicht Wumperfrüchte. Technisch sind Wumperfrüchte, aber das interessiert keine Sau. Wenn man 10 hat, dann fahrt man schneller. Richtig. Strich. Wir fangen mal mit denen hier, mit diesen Kisten. So, ja. Dazu muss du man hast sagen. Ich habe noch ewig nicht gespielt, ne? Genau, ich habe ewig nicht gespielt. Bitte. Somit kann ich nicht garantieren, dass ich gut sein werde. Ich meine, ich bin zwar. Der Wahnsinn, ja, und ein genereller Freund von Funracern, Mario Kart, Diddy Kong Racing, werde ich auch noch let's playen. Kannst du sagen, was du willst, Magnus? Ist okay, ich bin dabei. Weiß ich. Du musst ja nichts machen. Ganz genau. Und deswegen sollte ich an und für sich
es zumindest einigermaßen hinbekommen. Aber wie gesagt, kann für nichts garantieren. Ja, dann kommt jetzt aber die Masterfrage. Was machst du, wenn deine TNT-Piste versuchen, möglichst schnell zu jemandem hinzufahren und ihn mitzuerwischen? Nein, springen. Wirklich? Ja. Was hilft? Ja. Einfach nur normal diesen Sprung? Mehrfach, oder? Ganz, ganz schnell. Wenn du Glück hast, geht's runter. Ah, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, aber das ist ziemlich klar. Und wenn du eben auch 10 Äpfel hast, ja, oder Pirsiche, ich darf mir auch darauf ein. Klar, man ist ja vielseitig. Man kann dann ja werden auch die Items hier extrem. Wie zum Beispiel einen grünen Säurefläschchen hast, ein rotes, oder statt TNT kriegst du Nitro. Oh, deswegen. Ich habe gerade früher eine Runde Probe gespielt, um zu schauen, ob die Steuerung so ist, wie ich denke, dass die Steuerung ist. Und ich habe das nicht behirnt. Also ich habe das nicht verstanden gehabt, aber ich habe auch nicht, ich habe nur eine Runde gespielt, also so gesehen, ja, ich bin schon Erster. Das ist das erste Level und du bist ein Profi. Also ja, ich bin auf jeden Fall wieder ein Profi, sonst würde ich das hier nicht machen. Ja, es gibt einen Grund, warum du spielst und nicht ich. Richtig, weil du viel besser wärst und das wäre langweilig. Ja, genau, und du wärst mundfaul. Mhm. Hat nichts mit Mundfäule zu tun, dass man da ehrlich sind. Aus welchem Jahr ist das Spiel eigentlich? Puh, das, irgendwie eruieren? Das müsste 96... Ich eruiere das mal schnell. 97, der erste Teil kam raus 96, zweite 97, dritte 98. Innerhalb von jedes Mal ungefähr 11 Monaten Abstand. Was ich sehr persönlich als große Leistung erachte, weil die normalen drei Crash Bandicoot Teile sind einfach genial. Genial genug, dass wir sie spielen werden hier. Ich bin gerade verwirrt vom Pfeil da unten. Ist okay. Natürlich ist die blinkende Seite die, in die ich fahre, aber egal. 99 ist es rausgekommen, ne? 99? Ja. Ja, das ist gar nicht so lange her. 15 Jahre jetzt? Ja. Ja, so auf die Schnelle. Und im PlayStation Network ist es seit 2007. Ja, da habe ich es eben zum ersten Mal gespielt. Ja. Zum Mal, glaube ich. Weiß, ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, Magnus, willst du uns was über Crash Bandicoot an sich erzählen, was du noch interessant findest? Oder... Außer, dass er genial kein Fuchs ist. Richtig, sondern ein Bandicoot. Ein Bandicoot, ja. Ja. Wir wollen schon einen englischen. Ja, ja, die haben auch einen deutschen Namen irgendwie, außer Bandicoot, oder? Ja, warte kurz, das war da. Keine Ahnung. Schau nach, du hast das Internet offen. Ach Gott, Junge, was... Ich habe Akku. Oh. Das ist ziemlich hässlich. Den finde ich gut. Ah ja, es könnte theoretisch immer wieder zu kleinen Fehlern bei der Anzeige bzw. bei der Grafik kommen. Wie gesagt, ist der Emulator. Funktioniert normalerweise recht gut. Muss aber nicht sein. Magnus, schlag nach. Schlag schneller nach. Du stresst mich so. Ich muss nicht stressen. Die Leute wollen was sehen für ihr Geld. Nasenbeutler. Nasenbeutler? Nasenbeutler. Was zur Hölle ist ein Nasenbeutler? Das Ding hier. Das werden wir versuchen einzublenden. Unser... Profi-Schnittmeister wird das irgendwie reinfummeln. Profi-Schnittmeister. Da oben wäre eine Kiste. Und unsere Fruchtschnitte. Fruchtschnitschen. Bitte, du bist jetzt die Fruchtschnitte. Das ist Schnitschen. Das ist Schnitschen. Schnitschen. Das Schnitschen, also unser Schnittmeister, ist mein kleiner Bruder, Christian. Yay. Der hat auch alle bisherigen Videos geschnitschen. Geschnitschen, ne? Ja. Ich habe 10 Äpfel. Dann schau, dass du da was kriegst, dann siehst du einen Unterschied. Ja, ich sehe den Unterschied. Und der Unterschied ist Nitro! Sprich, den hat man nicht, die hat man nicht auf den Kopf, sondern die explodiert gleich, ja, wie man die Nitro-Kiste von Crash Bandicoot kennt. Und diese vielleicht auch? Könnte nein, das nein, sein? Die kenne ich nicht, also okay. Die ist neu. Wir kennen nur die blaue nicht, oder? Das ist so lustig. Okay, was macht die grüne Säure und was macht die rote Säure? Die rote ist einfach heftig. Ja, aber was macht die grüne? Ich habe sie zwar schon geworfen. Verlangsamt, aber... ich glaube, du kommst auch in Schlittern ein bisschen. Okay. Ja. Und die rote macht das gleiche nur noch heftiger. Ich glaube, ja. Das finde ich schön. Okay, zeig mal einen Bandicoot. Das finde ich süß. Ja. Den will ich haben. Den will ich eine blaue Hose anziehen und in... Im Kreis drehen. Im Kreis drehen. Passiert ja, das Kinder, ihr werdet das alle zu Hause in Google eingeben, Bandicoot. Schaut ja euch das Video Link an. In den Kommentaren. Nein, nicht in den Kommentaren, in der Videobeschreibung. Vielleicht. Nein, dafür sind wir zu faul. Richtig. Oder auch Nasenbeutler könnt ihr auch eingeben. Und vor allem du, Kurt, gell? Kurt, hast du eigentlich einen zu Hause? Hattest du nicht mal einen zu Hause? Akku soll die Schnauze halten. Okay. Nächstes Rennen, würde ich mal so sagen. Ja, ich würde mal sagen, dass da oben so hektisch blinkt, so... Leute! Was, wenn wir das nicht fahren wollen? Ich glaube, wir haben keine andere Wahl, außer wir spielen einfach ein anderes Spiel, aber das können wir niemandem antun. Vor allem mit dem Kurt. Der Kurt. Gott, Kurt. Ach, der Typ. Wurscht.
sehr wurscht. Konzentrieren wir uns auf was anderes. Bitte. Ich weiß noch nicht was, ich arbeite noch dran. Finde ich gut. Dann konzentriere ich mich einstweilen aufs Rennen. Okay. Und nicht ins Mikrofon zu rülpsen, dann gleich kommt einer hoch. Also, tut mir leid. Bitte. Soll ich dir eine Hand vorhalten? Schon geschehen. Okay. Ohne Hand vorgehalten. Das war ein wundervoller Start. Ich bin begeistert. Sind wir begeistert, Magnus? Oh! Ich bin immer begeistert. An die Welt kann ich mich sogar erinnern. Man hört richtig die Spannung in meiner Stimme, wie glücklich ich mit der Welt bin. It's trembling with anticipation. Ich sollte aufhören, die ganzen Dialekte zu machen, weil sonst glauben die Leute noch, ich bin schlecht im Englisch. Das wollen wir nicht. Du bist furchtbar in Englisch. Richtig, aber sie glauben sonst, ich bin schlecht, nicht furchtbar. Er ist furchtbar deprimierend in Englisch. Weil er weiß alles und kann alles. Das ist jetzt kein Witz, keine Übertreibung. Er deprimiert mich. Das ist richtig. Aber dich deprimiert auch ein Handyspiel, das du gerade spielst. Also oh ja, das ist so schrecklich. Ja. Wir sollten mal schauen, ob man das irgendwie hinkriegt, dass wir das auch aufnehmen können. Ja, geht. Nur damit wir den Leuten zeigen können, wie deprimiert du bist. Ja, ich bin sehr deprimiert. Er ist sehr deprimiert. Wo ist mein Gott? Ich brauche nur Ruhe. Dürfte direkt neben dich. Magnus, das ist keine richtige Liebe. Er wird dich niemals so lieben wie deine rechte Hand. Wow, der war halt tief, gell? Nicht so tief wie deine rechte Hand. BAM! Verzeihung. Diesmal verzeihst du ja. Ich weiß. Weißt du auch, warum ich das weiß? Nein. Ich setze das voraus. Okay. Ganz simpel. So, sie hat meine Kiste. Sie hat meine Kiste, Magnus. Ja. Entschuldigung. Stark? Nee, ist recht sommerlich. Was ist ein sommerlicher Wodka? Mit Zitrone? Keine Ahnung, aber ein Sommerspritzer ist doch auch mal leichter. Ja, auf jeden Fall. Ich sollte mein Handy ausschalten. Ja, unsere Schnitsche. Würdest du es bitte wegdrücken? Ich weiß nicht, ob man es durchs Mikrofon hört oder nicht, aber ich will das Risiko nicht eingehen. Drittes Lab. Final Lab. Drittes Lab. Ist ja schon mal aufgefallen, dass Lab auch Schoß heißt? Ja, sonst wird der Laptop keinen Sinn ergeben. Dritter Runddeckel. Rundendeckel. Na gut, der Top ist nicht unbedingt der Deckel. Laptop. Ja. Das ergibt Sinn. Die Schoßoberseite. Ja. Meine Schoßoberseite ist nicht elektrisch, aber kann ja alles noch werden. Ja, also. Aber Ladies. Okay, jetzt lass mal. Wir würden es niemals lassen. Warum ist da eigentlich schon wieder Erster? Das ist nicht spannend. Das, ja, es tut mir leid, dass sie die ersten Palettes... Wirst du jetzt einfach 10 Sekunden stehen bleiben und den anderen einen Vorsprung geben? So wie es auf der Karte aussieht, könnte ich ungefähr 5 Sekunden stehen bleiben und hätte noch keinen negativen Effekt dadurch. Aber das wollen wir nicht. Ich will ja. Du willst ja? Ich will ja. Lass mich ran, denn sie will ja. Hast du das Item, die Uhr da schon gehabt? Die Uhr da schon gehabt? Nicht heute. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, ja, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war. Vermutlich Zeit und halt. Ja. So verändern halt, so wabbelig machen, keine so, Ahnung. So wibbel-wabbel-wabbel? Genau. Ich mag's, wenn es wibbel-wabbel-wabbelt. Das und diese Blitzkugel, die durchfahrt, ist in meinem Lied. Die habe ich gesehen, die kam vermutlich aus Crash Bandicoot 3 Warp. Vermutlich. Es sieht exakt so aus, oh mein Gott, die finde ich gruselig. Ja, sie ist gruselig. Liegt nicht nur in der Grafik. Du hast Einschusslöcher in deinem Körper, ist das nicht gruselig? Stimmt. Naja, meine rechte Kopfhälfte ist eine Rakete. Rakete. Also, ach Schnauze! Magnus, was ist das eigentlich, diese Maske? Erzähl mal. Ich muss ehrlich zugeben, ich hab keinen Dunst. Es ist irgendein Tiki-Geist, der uns beschützt. Okay, es gibt zwei, das sag ich noch, bevor die Folge zu Ende ist, es gibt zwei Masken. Es gibt Uka-Uka. Und Aku Aku. Uka Uka ist die gute Maske, Aku Aku ist die böse Maske. Nein, Aku ist die gute. Ist ja wurscht. Nein, ist sie nicht. Egal. Ja? Lass uns nicht streiten. Ich weiß, wovon ich rede. Lass uns vor den Kindern nicht streiten. Ich versuch's. Tut mir leid, gut, dass du mich so erleben musstest. Die gute Maske versucht zu helfen und die böse Maske versucht zu zerstören. Beziehungsweise den Bösen zu helfen. Richtig. Und fertig. Und das war eben Aku Aku, weil ich einer der Bösen bin. Uka-Uka. Ja. Okay. Du hast sogar recht. Es tut mir leid, du hast sogar recht. Uka-Uka ist die böse Maske. Echt? Soll ich googeln? Nein, ja, kannst du machen, aber im Großen und Ganzen weiß ich's. Wir sagen es euch in der nächsten Folge. Das war's. Tschüss.